unsern Brüdervolk Walloniens richten wir den mutigen Blick. In die Zukunft lasst uns niemals weichen, einen Schritt zurück. Denn die Saat der Hoffnung keimt nun und das Gute wird erkämpft. Einig ist es uns ein leichtes, weil der Freiheit helles Licht in den Herzen brennt, in den Herzen brennt. Sei's auf Feldern, in den Schächten, heim am Herd in der Fabrik, alle ziehen an einem Strang für unsere Räterepublik. Frohen Mutes geht's ans Werke, wir erbauen ein neues Land. Niemals mehr ein Joch ertragen, auf dem Weg in unser Glück gehen wir Hand. In Hand gehen wir, Hand in Hand. Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier in der Volksrepublik Wallonien. Wir sind im Jahr 1980 und wir schauen hier auf unsere wachsende Stadt, unsere Autostadt, unsere Eisenbahnstadt, die wir zuletzt geplant haben und die hier ordentlich in Bau ist. Aber diese Stadt müssen wir jetzt nicht weiter so nennen, denn sie hat inzwischen einen Namen. Ihr habt über diesen abgestimmt und damit will ich direkt mal beginnen und ich mache es kurz und schmerzlos. Gewonnen hat der Vorschlag Wartenburg mit 370 Stimmen. Fast 1000 Zuschauer haben abgestimmt. Platz 2 war im Übrigen Eisenmotorstadt mit 330 Stimmen. Platz 3 war Flottbus mit 218 Stimmen. Okay, dann wollen wir es auch gleich mal umsetzen und hier die Stadt benennen. Ich sehe gerade, im Stadtgebiet ist noch gar kein Name platziert. Dann machen wir das mal selbst. Ich würde sagen, wir setzen das mal hier auf diese Kreuzung. Und das Ganze wird jetzt also Wartenburg genannt. Ich bin gespannt, ob dann auch das Rathaus entsprechend den Namen bekommt. Wir werden sehen. Beziehungsweise, das müssen wir eh selbst benennen, aber manche Sachen bekommen wir wie automatisiert zugewiesene Namen. Naja, Wartenburg ist dies jetzt und ja, diese beiden Dörfer, diese werde ich auch umbenennen. Und zwar, dieses wird zukünftig Eichrot heißen und dieses Dorf wird Stettfeld heißen. So, jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, warum heißen die Dörfer so? Warum habe ich das so entschieden? Aus dem gleichen Grund, aus dem dieses ehemalige Dorf Schwerborn neben Erzfurt Schwerborn heißt. Das ist jetzt ein kleines Rätsel. Der eine oder andere hat es vielleicht bei Erzfurt schon herausbekommen. Und das ist der gleiche Grund, warum ich das hier jetzt so benannt habe. Mehr sage ich nicht. Wir machen hier weiter und also, jetzt haben wir in dieser Folge viele Kleinigkeiten zu erledigen, wie gewohnt am Beginn einer Staffel. Inspiriert durch eure Vorschläge, aber Dinge, die ich auch selbst gesehen habe. Was ist das jetzt hier für ein Symbol? Aber wahrscheinlich ist das schon fertig gebaut und signalisiert mir, dass noch kein Strom dort fließt. Ich verstehe, alles klar. Muss uns, glaube ich, nicht nervös machen. Als allererstes sollten wir diesen Kraftstoffspeicher füllen. Und, warte mal, ist das schon? Oh, ich sehe gerade, das ist schon in Arbeit. VZ Treibstoff National Stralsund. Oh, das haben wir schon getan, Leute. Alles gut. Dann erwarte ich, dass die Fahrzeuge auf dem Weg sind und hier demnächst Treibstoff bringen werden. Ja, alles klar. Okay, den Schritt, den habe ich. Wow, ich bin weiter hier, als ich dachte. Allerdings müssen wir ganz kurz gucken. Stettfeld, kleines Vertriebsbüro, ist damit auch schon angeschlossen. Das soll eigentlich nicht Stettfeld heißen. Ist egal.
Also hier wurden schon die ersten Aufträge vergeben. Prima. Dann müssen wir uns darum nicht kümmern. Aber eine Anregung von euch möchte ich aufnehmen. Warum kommt denn hier ein Hubschrauber schon? Ah, schaut mal. Dieses Dorf ist tatsächlich ja schon aufgrund der Straßenanbindungen formal angeschlossen an unsere Republik. Die Leute haben schon Bedürfnisse, was durchaus ein Problem ist, weil sie jetzt nichts zu essen bekommen. Ja, ich hoffe, die haben noch hier noch ordentlich Selbstversorgung. Und sie werden auch krank. Und zu diesem Zwecke werden sie wohl jetzt irgendwie nach Leipzig oder nach Erzfurt gebracht. Wow. Die Republik kümmert sich auch um die Hinterwäldler in diesen Dörfern. Großartig. Zurück hierhin. Ich will eine Anregung aufgreifen. Und zwar wurde angeregt, dass ich dieses hier, den Speicher, verbinde hiermit. Mit dieser Zug-Dieselstation. Da muss ich aber, glaube ich, dann eine Pumpe irgendwie zwischenbauen, ne? Damit das aktiv da reingepumpt ist. Oh mein Gott, die haben hier richtig viel zu tun. mal sehen, ob das hier entvölkert wird relativ schnell. Ja, aber die müssen sich einfach noch ein bisschen gedulden. Ja, wir brauchen dort auch noch eine Bushaltestelle. Das stimmt, damit die Leute dann in die Stadt fahren. Das müssten wir eigentlich auch noch in Auftrag geben. So, jetzt bleibe ich aber mal beim Thema. Und ich bin gerade überlegen, wie wir das mit der Pumpe machen. Ich glaube, oder müssen wir eigentlich eine Pumpe machen? Zieht er nicht bei Bedarf das sofort dort raus? Ja, ich glaube, eine Pumpe ist gar nicht nötig. Also wenn ein Zug hier tanken will, dann wird das Duft sofort weggezogen. Wir müssen das da nicht unbedingt reinspeichern. Meine Güte, was ist hier los? Okay, passt auf, dann planen wir das mal direkt. Unterirdisch. Von hier rausgehend, da reingehend. Aber so scheint es nicht zu funktionieren. Wir müssen irgendwie einen Zwischenstopp einlegen, oder? Warum funktioniert das so nicht? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Zeigt mir hier gar keinen Punkt ein, wie ich das da... ist das nicht für unterirdischen Anschluss gedacht? Na, passt auf, dann machen wir das so. Oh, wir sind immer noch bei Rubelbau, das wollen wir nicht. Und dann gucke ich mal, ob ich dann oberirdisch da irgendwie weitermachen kann. Ja, schaut mal, so geht das interessanterweise. Naja, dann bauen wir es so. Alles klar, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, die ich gerne aufgreife. Das nächste ist, was ich ohne euch schon mal getan habe. Ich habe hier dieses Konstruktionsbüro schon mal besetzt mit Fahrzeugen. Und ich werde hier auch nochmal Auto-Search 3000 Meter gleich machen. Und die sind hier auch schon fleißig unterwegs. Allerdings nur Fahrzeuge, die keine Ressourcen benötigen. Ich werde jetzt noch nicht diese ganzen Ressourcen hier einstellen, die Lager brauchen, weil die Lager sind fast fertig. Aber ich werde Kies, Asphalt und Beton einstellen, weil das sowieso vom Nachbarort geholt wird. Insofern können wir das auch schon mal machen. Kies wird geholt von... Jetzt bin ich mir ganz sicher. Ist das Anlieferung? Ist das... Ich glaube, das ist... Ja, hier müssen wir es einstellen. Genau. Da wird Kies geholt. Asphalt wird... Asphalt wird geholt hier, glaube ich. Und Beton wird hier geholt. Okay, also die können wir schon mal loslegen. So, was wir tatsächlich noch nicht geplant haben, ist ein zweites kleines Konstruktionsbüro für Busse. Denn das machen wir ja immer, dass wir ein gesondertes Konstruktionsbüro haben. Und das können wir, ja, das können wir eigentlich jetzt nochmal nachholen. Das fehlt tatsächlich noch. Bauwesen, Baubüros, Konstruktionsbüro, das ist das Standardding, was wir immer bauen. Das können wir dann auch hier relativ... Ja, das ist natürlich wieder die spannende Frage, wo holen wir denn eigentlich die Leute ab? Inzwischen weiß ich, ihr habt mir das gesagt, dass die Busse auch an Straßenbahnhaltestellen halten können. Vielleicht aber auch am Bahnhof wäre auch eine Möglichkeit. Aber Straßenbahnhaltestellen sind wahrscheinlich der beste Ort dafür, auch wenn es irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Aber ich will jetzt nicht noch einen gesonderten Busbahnhof machen. Müssen wir mal gucken. Gibt es einen besseren Ort als diesen? Also ist halt die Frage, ob dieser Platz nicht ziemlich wertvoll ist in Nähe der Wohnhäuser. Ich glaube, ja. Aus dem Grund baue ich es ein bisschen weiter von ab, weil das muss nicht so nah dran sein. Können wir hier noch was zwischenplatzieren oder sind die Stromleitungen hier behindern die hier jeglichen Bau? Es sieht ganz so aus, aber man könnte es so schräg stellen, interessanterweise. Oder so.
komisch, ne? Das geht, aber das nicht. Okay, also das würde er erlauben. Warum nicht? Stellen wir es mal ein bisschen schräger. Okay, gut. Alles klar. Also das wird das zur Bauunion zugehörige. So, das nächste, was wir tun, ist, wir gehen ganz von hier weg. Wir gehen mal nach Erzfurt, beziehungsweise Schwerborn. Auch da gab es eine sehr, sehr gute Anregung, mehrfach geäußert. Nämlich, es geht um das Thema Treibstoff hier im Frachthafen. Wir brauchen relativ viel Treibstoff. Und da wurde gesagt, es wäre doch sehr sinnvoll, wenn das von der B- und Entladestation per Zug direkt hier geliefert wird und hier hingebracht wird. Also per Pipeline. Das ist eine Spitzenidee. Auch das würde ich gerne aufgreifen. Und auch hier gucken wir, ob wir das unterirdisch hinbekommen. Ja, das sieht ja völlig unproblematisch aus. Aber auch hier müssen wir eigentlich... Also hier sollten wir, glaube ich, eine Pumpe zwischenbauen, oder? Wobei, nee. Wenn er das entlädt, pumpt er das direkt da rein. Ja, das ist die große Frage. Ich habe nämlich vor, zwei zu bauen. Das muss ich kurz erklären. Deswegen müssen wir hier von hinten ab. Also wir machen erstmal das. Ich glaube, wir probieren es erstmal ohne Pumpe. Das zweite Ding will ich hier hin machen. Warum? Das kennt ihr vielleicht noch gar nicht. Oder zumindest ich konnte mich nicht mehr richtig daran erinnern. Das ist schon lange fertig gebaut. Hat aber noch gar keinen Zweck. Ich gebe das erstmal in Planung und dann erkläre ich es. Also, ich habe mal hier vor längerer Zeit diesen Speicher geplant für Treibstoff. Denn in ganz Erzfurt und Schwerborn gibt es bisher noch gar keinen Treibstoffspeicher. Und zwar unser VZ Flüssigkeiten. Ich hab hier den Haken falsch gemacht. Ich will den Haken hier nicht machen, sondern hier. Verwechsel ich immer. So, hier, nämlich unser VZ Flüssigkeiten Erzfurt, das holt bisher noch den Treibstoff von ganz hier hinten irgendwo. Und das ist natürlich inzwischen meines Erachtens viel zu umständlich. Insofern ist das der perfekte Ort, um das zu holen. Und wenn wir hier eh schon Treibstoff hinliefern, liefern wir das nicht nur hier, sondern dann auch gleich mit hier hin. Und da wird interessant sein, wie das jetzt in welchem Verhältnis es dort und dort hingeliefert wird. Man könnte das über eine gemeinsame Pumpe hier in der Mitte natürlich auch lösen. Dann könnte man sogar Prioritäten einstellen. Ist die Frage, ob das nicht eleganter ist. Ich bin mir nicht sicher, wie er da agiert. Aber wir lassen es erstmal so. Wir gucken mal, wie es funktioniert. Okay, und ich sehe gerade, das Ding ist in diesem Moment sogar fertiggestellt. Das ist überraschend. Hat das auch schon Strom? So wie es aussieht, hat es auch schon Strom. Das bedeutet wiederum, dass wir das jetzt schon in Betrieb nehmen können. Tja, und die Frage ist, wie nehmen wir das in Betrieb? Wollen wir das über das Verteilzentrum machen? Oder über eine feste Linie? Also, wie würde das funktionieren? Wir müssten hier... Hier haben wir Bitumen drin, hier haben wir Treibstoff drin. So, hier wird eigentlich immer nur angeliefert bzw. abgefahren. Hier. Okay, wir müssen also einen zweiten Zug nehmen. Und da das... Ah, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier wirklich laden, warten bis entladen machen. Ja. Das wäre schon möglich. Da wird, glaube ich, gar nicht so... Am Anfang wird da viel laufen, aber dann wird da nicht so viel verbraucht werden. Denke ich mal. Okay. Ja, das tun wir. Dann machen wir das so. Dann gönnen wir uns hier einen neuen Zug. So, was nehmen wir hier? Nehmen wir mal diese Baureihe. Wir nehmen einen Güterwagen. Und deswegen werde ich auch jetzt nicht so einen riesen langen Zug machen, sondern das ist im Moment unser Standard, ne? Mit 120 Tonnen. Ja, die sind sowieso schon relativ lang, die Waggons. Ist die Frage, ob das nicht so ein bisschen unterdimensioniert aussieht, fällt mir gerade mal so auf. Ich glaube, das verkaufe ich wieder. Alle? Kann ich das nicht einzeln machen? Ja, kann ich.
Also es sieht... Ah, okay, hat er doch alle verkauft. Es sieht irgendwie so ein bisschen unterdimensioniert aus. Nehmen wir doch lieber den. So, drei reichen da, aber sowas von locker. Und dann geht es los. Neuer Stopp. Jetzt müssen wir aufpassen. Neuer Stopp. Ja, wir sind hier zweigleisig. Das funktioniert also, Gott sei Dank. Die müssten da beide reingehen. Gleichzeitig, das ist ja immer so ein bisschen das Problem an der Geschichte. Beladen mit Treibstoff. Ja. Und ich würde sagen, er wartet auch bis beladen. Und dann fahren wir da hinten hin. Warten bis entladen. Treibstoff. Und so geht das dann immer hin und her. Okay, alles klar. Das dürfte seinen Gang gehen. Ihr habt zu Recht gesagt, dass hier noch eine Weiche fehlt. Die sollten wir noch setzen, auf jeden Fall. Das mache ich jetzt im Sofortbau, weil das Ding jetzt schon in Betrieb genommen ist. Na. Warum kriege ich es hier nicht direkt an der gleichen Stelle? Das finde ich manchmal merkwürdig. So, das ist so einigermaßen direkt. Okay, gut. Dann brauchen wir hier noch ein Signal. Wir wollen... Nee, so wollen wir es nicht. So, aber dann ist es blockiert. Das heißt, wir brauchen hier noch was anderes, ne? Wir brauchen das hier noch. So. Ja, genau. Okay, alles klar. Das müsste hinhauen, dass hier theoretisch zwei Züge stehen können. Ja, reicht das von der Länge? Es müsste reichen. Ich glaube, wir setzen hier nicht so lange ein. So, das Blöde ist natürlich, wenn der jetzt dahin fährt, dann... Obwohl, dann entlädt er schon. Diese Leitungen sind ja schon... Nee, Quatsch. Der kann auch nicht entladen, weil die Leitungen natürlich noch nicht durch sind. Aber hier wird schon Öl produziert. Oh mein Gott. Meine Güte, das geht ja hier Schlag auf Schlag. Das geht ja hier viel schneller, als ich dachte. Das ist ja Wahnsinn. Okay, Öl nur das speichern. Hier auch Öl nur das speichern. Ja, ist ja super. Okay, das heißt, wir können den anderen Zug auch gleich losschicken. Und da müssen wir kurz auch nochmal überlegen, wie ist da der Plan? Also, der sollte eigentlich nur zur Raffinerie fahren, nicht wahr? Genau, wir haben hier, glaube ich, so viel Kapazität, dass er hier auch warten kann bis entladen. Hier können zwei warten, hier kann noch einer warten, da kann noch einer warten. Das hat man extra so gebaut. Okay, alles klar. Wow. Das ging wirklich zügig jetzt hier. So, ich verfehle hier gerade mein Ziel. Also, dann das Ganze nochmal. Hier werde ich aber, glaube ich, vier kaufen. So. Und die lassen wir auch fahren. Ich bin kurz am Überlegen. Nee. Ziel war wirklich jetzt einfach nur, mehr Öl zu produzieren. Genau. Dafür hatten wir das da gemacht. Ja, ich bin gerade überlegen, ob wir noch irgendeine Zwischenstation anfahren wollten, aber ich glaube nicht. Okay, also hier geht's los. Beladen, Öl, warten bis beladen. Und das Ganze endet. Das ist, glaube ich, die Entladehaltestelle. Entladen, warten bis entladen. Los geht's. Ja. Okay, hier kommt schon der neue, voll mit Öl. 92 Arbeiter. Müssen wir auch langsam aufpassen, wenn wir jetzt mehr Ölproduktion haben, dass sie das auch vernünftig verarbeiten können. Und dass auch der Abtransport vernünftig funktioniert, aber der scheint zu funktionieren. Ja, 1500, da ist noch viel Luft nach oben. Also er hat ja nur 480. Das haut hin. Ja, prima.
Sehr schön. So, wir sind hier. Ich bin am Überlegen. Bin ich hier schon fertig mit dem, was ich wollte? Das ist hier geplant, das ist da geplant. Pumpen laufen da hinten. Soweit, so gut. Ah, wartet mal. Ihr habt mir noch einen guten Tipp gegeben, wie man diese Betonplatten, wie man das besser machen könnte. Indem man die Asphaltstraße noch ein bisschen hier rein laufen lässt. Das ist eine gute Idee. Blöderweise kann ich das nicht überbauen. Das heißt, ich muss jetzt wieder ein Stück abreißen. Was ein bisschen schade ist, aber ich mach's mal. Das werden wir dann auch mit Hub. Ja, ist die Frage, ob es jetzt zu weit war. Beziehungsweise, wie mache ich das jetzt am besten? Minimal gehen wir damit raus und dann gehen wir auf die Plattenstraße. Ja, es sieht definitiv besser aus. Das ist ein guter Hinweis. Auch wenn es ein bisschen fummelig zu organisieren ist. Jetzt zumindest, wo es gebaut ist. Vor allem finde ich es auch manchmal komisch. Ja gut, so, mal was. So, du wolltest da wahrscheinlich jetzt gerade hinfahren. So, okay, das sieht schon mal besser aus. Wir müssen gucken, wo es noch ein Problem sein wird. Hier ist es noch ein Problem, ganz offensichtlich. Da werden wir dann auch noch reagieren. Warum machst du da so eine komische Kurve? Hm. Ah, schaut mal. Jetzt macht er mir da Probleme. Warum kann ich es jetzt nicht so kurz rausziehen? Hängt das mit irgendeinem... Ich habe noch nicht mal gesnappt. Was ist denn... Oh, schaut mal, er findet schon sein Ziel nicht. Okay, jetzt scheint es zu gehen. Sehr gut. Wir müssen uns beeilen, sonst gibt es hier Probleme. Gut, den Rest schauen wir uns später an. Aber das ist erstmal geklärt. Sehr gut. Weiter geht's mit dem Punkt U-Bahn, würde ich sagen. Wir haben ja hier eine U-Bahn unterirdisch geplant. Und über eine Sache habt ihr mich aufgeklärt. Vielen Dank. Wenn man hier so einen Haltepunkt hat, eine Endstation, dann benötigt man tatsächlich nicht diese Wendeschleife. Und da wir das ja sonst auch nicht nutzen, also zum Beispiel bei einem normalen Eisenbahnverkehr, aber auch keine Wendeschleifen, werden wir das hier mal weiter so machen und dieses nicht bauen. Ist ja auch relativ teuer. Wenn es nicht nötig ist, brauchen wir es nicht. Okay, das heißt, die fahren hier rein, wenden dort und kommen dort raus. So. Ja, die Gebäude sind aber schon mal in Angriff genommen, zumindest die Straßen dorthin. Wir müssen aber den zweiten Teil dieser Metrostation noch planen. Und das wird etwas heikler. So, ich habe schon mal so ein bisschen vorprobiert. Und ja, wir haben hier auch schon unterirdisch einiges liegen. Meines Erachtens geht es am besten, wenn wir so in den Bereich hier die Station machen und hier oben oder dahinter kommen dann die Treppen oder Rolltreppen raus. Gut. So, das muss ich jetzt erstmal nochmal wieder finden und suchen. Die Metro-Dinger. So, okay, warte mal. Wo waren nochmal die unterirdischen Stationen dafür? Für Bürger, hier haben wir es. Oberirdische. Ebenerdige. Hier U-Bahn-Station ohne Eingang diesmal, weil das passt hier absolut nicht rein. So, und jetzt ist halt die große Frage, es braucht aber einen Straßenanschluss. Das ist das heikle, das heikle Problem. Und das kriegen wir aber ganz gut hin, weil hier ist eine Straße. Das müsste also von da aus machbar sein. Dann müssen wir halt nur noch da diesen Ausgang irgendwo hin organisieren. Ja, ich würde sagen, wir platzieren das mal hier. Also, wie gesagt, das haut da hin mit der Straße. Aber das will ich nicht mit Rupe bauen, logischerweise. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob... Nein, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ist natürlich jetzt unter dem Haus, ne? Aber das ist nicht so schlimm. Entscheidend ist jetzt hier der Ausgang. Der unterirdische. So, und dafür brauchen wir eine Unterführung einfach nur.
Wir haben jetzt hier Fußgänger-U-Bahn-Eingang-Treppen oder Rolltreppen. Ich bin mir nicht sicher, ob Rolltreppen funktionieren, aber es sieht doch schon mal ganz gut aus. Also wenn es geht, nehmen wir natürlich gerne Rolltreppen, ne? Schaut mal, hier würde das gut hinpassen. Es kommt dann da oben schön vorm Hotel raus. Das ist ja für die Touristen sowieso gedacht. Warum nicht? So, und jetzt natürlich noch das Spannende, ob das Ganze... Ja, warte mal. Wo war das nochmal mit der unterirdischen Passage? Wie wir jetzt da unterirdisch dorthin kommen? Jetzt bin ich gerade selber leicht verwirrt. Das ist ein Mod-Ding. Das sind ja nur die Eingänge, aber ich will ja... direkt einfach nur den Weg haben. Ach hier, Fußgängertunnel. Okay, alles klar, entschuldigt bitte. Meine Verwirrung, aber das müsste es eigentlich sein. So, jetzt gehen wir... Ach, schaut mal. Passt doch perfekt. Ja, also mehr muss man da eigentlich nicht machen. Die fahren hier runter und können dann dort zur Metromaschine. Ja, ich gebe zu, es ist ein bisschen weit weg, aber das kann man denen schon zutrauen. Ne? Das Problem ist halt diese Straßenzuführung, die da noch vernünftig hinkommen muss. Das ist, glaube ich, der geeignetste Ort dafür. Gut, geben wir das auch in Auftrag? Bin mal gespannt, wie das eigentlich gebaut werden kann. Ansonsten müssen wir es mit Sofortbau machen. Das sollte gebaut werden können. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie jetzt das hier noch angeschlossen wird. Oh nein, da machst du jetzt Stress? Oh nein, das Gebäude ist im Weg. Okay, also das ist dann zu nah hier am Hotel dran geplant. Das geht partout nicht. Okay, das muss man noch mitbedenken. Das ist ärgerlich. Das heißt, das müssen wir leider erstmal wieder machen. Und auch ein Stück davon. Beziehungsweise das Ganze. Ach ja. Okay. Wir müssen es... Das muss schon so rum, ne? Wir müssen es weiter weg planen. Also da geht es auf jeden Fall. So, das ist der maximal entfernteste Punkt vom Hotelgebäude. So, dann versuche ich es jetzt nochmal. Ja, das geht. Okay, schaut mal, das können wir damit ranführen. Könnte auch hier den Übergang machen, wäre auch in Ordnung. Wir werden hier später sicher auch noch Laternenstraße machen. Vielleicht machen wir es auch erstmal so und dann gehen wir hier ein bisschen quer ran. Können wir auch gleich einen Überweg planen. Wobei ich nicht weiß, ob das dann so genutzt wird, aber machen wir das mal. Okay, also das funktioniert und dann können wir jetzt auch noch das Unterirdische machen. So, jetzt weiß ich ja, wonach ich suchen muss. Perfekt. Okay, passt. So, aber das ist noch nicht alles, beziehungsweise wisst ihr, was ich jetzt noch nicht bedacht habe? Hier muss ja noch die U-Bahn-Linie, also die Linie selbst muss ja hier noch gezogen werden und das könnte mit dem Fußgängertunnel jetzt wieder zum Problem werden. So, das ist aber hier wieder der Tunnel. Ja, genau, das habe ich mir ja schön gedacht, dass das funktionieren würde. Aber nein, Gebäude ist im Weg. Die Frage ist, ob man da... Okay, also... möglicherweise komplette Fehlplanung. Wir gucken mal. Also, wir kommen hier raus... In welche Richtung wollen wir gehen? Und wie weit kommen wir jetzt schon? Also schaut mal, bis hier kommen wir problemlos. Naja, problemlos ist auch was anderes. Hm. Okay.
Okay, es macht den Eindruck, als würde... Also vielleicht ist das Problem diese Leitung da. Ich gehe mal jetzt hier weiter. Ich bin mir nicht sicher. Also entweder ist der Fußweg das Problem. Oder die Gebäude... da drüber. Weiß ich nicht. Wir reißen mal den Fußweg noch ab. Und probieren mal, ob der Fußweg das Problem ist. Okay, tatsächlich muss es andere Probleme geben. Wahrscheinlich kann man das nicht einfach unter ein Gebäude packen. Okay, Leute, ich habe, glaube ich, jetzt eine Variante gefunden. Puh, das ist allerdings eine schwere Geburt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, welche Kriterien es sind. Okay, lustigerweise auf dem Gegengleis funktioniert es dann schon wieder nicht. Naja, das ist ja frustrierend. Und leider funktioniert die U-Bahn nicht eingleisig. Man muss das Gegengleis haben. Oh mein Gott! Okay, wow. Also ich habe es jetzt mal einfach probiert, ob die Fußwege das Problem sind. Tatsächlich sind es möglicherweise die Fußwege. Die habe ich gerade weggelöscht. Und ja, jetzt funktioniert es. Das ist erstaunlich und ein bisschen unverständlich, warum die darüber liegenden Fußwege jetzt wirklich das große Problem sein sollten. Nun gut. Können wir hier auch einen Near-Snap machen? Ja, können wir. Also ich würde sagen, hier kann das dann zusammengeführt werden. Und dann lassen wir das parallel hier laufen. Bis hierhin. Gut. Das funktioniert dann erstmal so. Und das Spannende ist, kriegen wir jetzt hier allerdings diesen unterirdischen Fußweg jetzt oberirdisch da raus. Wo ja hier jetzt die U-Bahn langläuft. Das ist jetzt das große, knifflige Problem daran. Aber ich würde sagen, das Problem, das verschiebe ich nochmal aufs nächste Mal. Was wir allerdings jetzt hier noch einplanen können, ich meine, wir könnten aus Gag hier mal so eine Wendeschleife machen, oder? Ja, komm, das ist jetzt hier auch nicht so gewaltig. Das scheint auch zu funktionieren. Das machen wir mal. Und ich würde sagen, damit beenden wir dieses, diesen ersten Teil dieser schwierigen Metroplanung. Der zweite Teil wird daran bestehen, jetzt hier irgendwie mit den Fußgängerausgängen rauszukommen. Aber was wir hier nochmal machen, wir werden nochmal diese versuchen nachzubauen mit Rubel. Schaut mal, komischerweise, jetzt geht's wieder, ne? Aber schaut mal, jetzt ist hier ein Gebäude im Weg. Das ist ja wirklich skurril.
Jetzt wieder nicht. Doch da schon. Es ist ja, als ob hier irgendwie was rauskommt. Kann das sein, dass da irgendwelche Lüftungsklappen rausgucken? Ist aber nicht zu sehen. So, ich würde gerne aber irgendwie diesen und diesen Fußweg noch anbinden. Das geht zumindest hier. Ja. Das geht auch so. Das reicht völlig. Dann machen wir es so, weil der Weg ist schon wichtig für uns. Nun ja, es ging schwerer als gedacht, aber irgendwie ging es dann doch. Wir gucken einen letzten Blick hier auf Wartenburg, wo immer mehr fertig gebaut ist. Hervorragend. Vor allem die Industrieanlagen sind schon fast vollständig geschafft. Sehr gut. Nächster Blick fällt nochmal hier hin. Hier wird gewartet auf Öl. 310 von 480 Tonnen. Die arbeiten fleißig. Die noch nicht. Die sind erst im Bau. Das funktioniert auch. Ist hier schon Treibstoff angekommen? Nee. Scheint noch nicht da zu sein. Und ich sehe gerade, diese Weiche ist ein Problem, weil der Zug jetzt doch länger ist, als ich erwartet habe. Das müssen wir auch nochmal korrigieren. Ich frage mich aber, wo ist denn hier der Treibstoffzug hin? Vielleicht ist der hingefahren, konnte nichts abliefern und ist dann dementsprechend wieder zurückgekehrt. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Wobei, die Leitungen sind schon da. Können wir das uns hier mal angucken? Die verbundenen Fahrzeuge? Ja. Wo bist du denn hier? Okay, er steht da gerade und wartet auf Treibstoff. Aber bekommt keinen. Warum? Hier ist doch alles voll. Also er müsste sich doch das einfach ziehen können. Wolkig. Also der kommt und liefert Bitumen, fährt aber wieder weg, weil das Ding voll ist. Der wird das, ja ist klar, der wird das zur Grenze bringen. Aber warum belädst du nicht? 100% Treibstoff, warten bis beladen. 65 Tonnen ist voll. Und der Tank ist auch voll. Das Ding ist in Arbeit, hat Strom. Also das ist auch noch ein Rätsel, das ich hier im Moment leider nicht lösen kann. Das heißt, wir haben ein paar mehr Probleme zu klären. Wir sehen uns dennoch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.